Ja, da sind wir wieder. Hallo und willkommen zu meiner neuen Let's Play-Serie. Und ja, es soll diesmal Captain of Industry sein. Irgendwo bin ich durchaus auch gerade noch ziemlich scharf drauf, demnächst denn mal wieder eine Runde mit Soviet Republic Forgotten Resources zu drehen. Aber das ist ja noch gar nicht so lange her, da haben wir das hier gemacht. Immerhin, das Spiel ist in Release inzwischen und bietet sich an. Trotzdem, ich glaube, wie auch bei Captain of Industry, haben wir hier ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich habe es das letzte Mal intensiv, ne? Ich glaube, so vor 2 Jahren, als es dann da auch mehr oder weniger rausgekommen ist, gespielt. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Ich habe es damals auch durchgezogen bis zum Ende. Die Idee grundsätzlich ist hier, man strandet da auf so einer Insel und hat erstmal nicht so sehr viel. Und die Idee ist irgendwo der Insel zu entkommen, sagen wir mal so. Das ist so die wesentliche Story. Und entkommen heißt, ich muss irgendwann eine Raumschiff-Rakete starten. Nun ja, aber das ist noch lange hin. Ja, inzwischen hat sich doch eine ganze Menge getan. Wir haben Anfang dieses Jahres hier gerade das Update 2 bekommen und ja, da sind auch wieder viele schöne neue Sachen gekommen, was mir anfangs, wenn es denn überhaupt irgendwas gegeben hat, damals nicht ganz so gefallen hat. Es war doch relativ einfach, aber das mag auch daran gelegen haben, dass ich vielleicht da mit Karte und Schwierigkeitsgrad das damals nicht so hoch angesetzt habe, aber trotzdem von der Komplexität und vielen umgesetzten Systemen ist es schon großartig gewesen und ist es durchaus, geht auch durchaus eben gerade in die erwähnte Richtung für den Worker, also Resources, was sicherlich im Moment somit das komplexeste Aufbauspiel ist, aber wir haben hier auch viele tolle Dinge und die würde ich ganz gerne mal vorstellen. Die Karten, das ist halt dann sicherlich hier der große Unterschied zu manch anderen Sachen. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Karten, aber ich glaube, den Strand hatte ich damals gespielt. Die sind halt alle hochoptimiert, also von den Entwicklern in der Art, dass der Platz oder Durchgänge, Höhen und alles sowas doch recht genau, wie soll ich mal sagen, positioniert, ausgetüftelt sind. Das ist ja auch relativ wichtig. Ich glaube, mit einer Zufallskarte würde das Spiel hier gar nicht vernünftig funktionieren. Oder ja, es würde schon, aber es wäre nicht halb so interessant, muss ich sagen, weil die Herausforderung ist hier eben doch gerade auch mit den Gegebenheiten des Untergrundes fertig zu werden. Und jetzt auch hier mit Update 2 kam gerade noch eine neue Karte, die Armageddon. Die werden wir hier auch angehen. Und was unter anderem denn eben auch da passiert ist, die Startposition auf den Karten, die sind halt verschieden. Und ich glaube, wie gesagt, ich denke, den Strand hatte ich gespielt und hier auch hier 1 angefangen. Das ist ja Schwierigkeit gerade einfach. Die Insel ist ja natürlich immer noch die gleiche, egal ob man hier anfängt oder hier, aber gut, man kann es schon erahnen, je nachdem, in welche Ecke man hier geht, hat man halt gerade zum Start hin doch mehr oder weniger Ressourcen oder auch flaches Gebiet. Und ja, bei der Armageddon kommt nun noch eine Sache dazu. Wir haben nicht nur einfach, wir haben hier nicht nur Mittel, wir haben hier nicht nur schwierig, wir haben sogar einen wahnsinnigen Startpunkt. Und naja, man kann es ja ahnen, selbstverständlich beginne ich hier mit dem wahnsinnigen Startpunkt. Das ist wirklich, ich habe schon mal nicht durchgespielt, aber also hier mit der Position, aber durchaus einiges rumprobiert. Ich würde behaupten, wenn man gerade auch hier der Schwierigkeit sehr in sich, wenn man ohne irgendwo vorher ein wenig zu testen oder es gesehen zu haben, mit den Startpunkten anfängt, dann wird man jämmerlich scheitern. Es ist doch ziemlich heftig. Im Vergleich dazu sind sicherlich hier Startpunkt 1 und 2 mit einfach und mittel doch wirklich deutlich besser geeignet, wenn man denn hier einsteigen möchte. Man kann es am Gebiet auch erahnen. Man hat hier sehr viel flaches Gebiet. Und das ist halt wirklich wichtig und sicherlich auch das Problem, was man denn hier in der Position 4 haben werden. Wir haben nahezu gar kein flaches Gebiet. Und eine Geschichte, die uns auf dieser Startposition mehr oder weniger fast das ganze Spiel verfolgen wird, ist halt, wir müssen uns irgendwie flaches Land selbst organisieren, indem wir das planieren. Und trotzdem, wenn man das hier so sieht, so einfach ist es auch nicht, weil, naja, man muss halt schon sehr viele Berge ab tragen, um da überhaupt ein wenig was an Gebiet zu bekommen. Und das ist halt hier sowas von extrem einfacher.
Aber egal, man kennt das ja hier. Ich versuche das ja doch ganz gerne auf dem Kanal immer mit hohen Schwierigkeiten gerade das anzugehen. Und das passt ja hervorragend für mich. Deshalb werden wir das hier mal mit der wahnsinnigen Startposition auf Armageddon anfangen. Die Ressourcen, die angezeigt werden, nun ja, ich glaube, die wechseln hier nicht, nee, weil die sind auf die Karte bezogen. Aber jetzt fällt mir gerade ein, eigentlich müsste man das doch mit den Ressourcen hier auf der Karte sehen. Ja, da haben wir dann noch ein wenig und besser den Überblick. Klar, mit den Positionen, was man am Anfang so braucht, hier Kohle, Eisen, Wasser, Kalkstein, Rohöl, da ist mehr oder weniger überall ein wenig was vorhanden. Nicht überall gleichmäßig, natürlich, das wäre ja langweilig, wenn ich hier die 1 gucke, da haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Kupfer ist ein bisschen weiter weg, aber ansonsten geht das auch. Hier haben wir ein Kalksteinproblem auf der 2, aber so weit ist es nicht. Wir müssen nur über das Wasser. Hier auf der 3 haben wir irgendwie auch ganz ordentlich, aber da haben wir doch definitiv schon auch einige Gebiete, wo die Flachheit, sage ich mal, fehlt. Und hier auf der 4, naja, da wird das erste Problem sein, das Öl ist wahnsinnig weit weg. Na gut, das nur so als Überblick. Also wir werden natürlich hier die wahnsinnige Schwierigkeit nehmen. Ich bin ja gar nicht sicher, ob es das vorher hier mit Matrose, Kapitän und Admiral gibt. Natürlich nehmen wir den Admiral. Und das hebt in meinen Augen auch hier die Schwierigkeit nochmal auf eine ganz andere Ebene. Da sind viele Dinge dabei. Die machen das Spiel doch. Ja, vor allem, wenn wir dann fortgeschritten sind, das bringt ganz andere Herausforderungen. Ich muss sagen, gerade hier die Verschmutzung der Krankheiten, das habe ich dann doch teilweise schon erlebt, was hier auf diesen Schwierigkeitsgraden nahezu kein Problem war, dass man sehr einfach auf die Reihe kriegt. Hier wird es uns irgendwann böse einholen. Da müssen wir uns wirklich drum kümmern, dass wir die Verschmutzung, soweit es irgendwo geht, reduzieren. Sonst fällt uns das da auf die Füße. Klar, hier, wenn ich sowas sehe wie Forschungskosten, okay, das wird am Ende nur dazu führen, dass wir etwas langsamer forschen. Muss allerdings sagen, dass Forschung für mich eigentlich hier nie so der wirklich groß begrenzende Faktor ist oder gewesen ist. Klar, muss man sich darum kümmern, aber wir haben ganz andere Sorgen, als die Forschung auf die Reihe zu kriegen. Und da ist dann halt eher noch die Geschichte mit dem diversen Verbrauch für Fahrzeuge, für Wartung oder hier die Baukosten, was alles zuschlägt. Ich kann das nicht irgendwo im Detail. Ich dachte, nee, hat er hier nicht gezeigt. Haben sie, glaube ich, auch noch. Achso, hier bei Anpassung kann man das. Nee. Ich dachte, ich hätte das schon mal gesehen, wo denn die Sachen im Detail aufgeführt gewesen sind. Ach, ich glaube, hier mit der Schwierigkeit einstellen. Gut, da kann man gleich nochmal reingucken. So, jetzt haben wir hier in Mechaniken noch ein paar Dinge. Das hat sich, glaube ich, auch nochmal geändert. Hier Tutorial oder solche Sachen, das kann man nicht mehr ausschalten. Finde ich aber ganz gut. Ich habe es ohnehin meistens drin gehabt. Das führt einen gerade zum Anfang von den Punkten doch ein wenig. Nimmt an die Hand, dass man weiß, was man so der Reihe nach machen muss. Okay, wenn man eine Weile gespielt hat, dann kriegt man das schon hin. Aber sonst ist es schon okay. Wir nennen natürlich die ganzen Realismus-Sachen hier rein. Auch das sind durchaus Dinge, die uns irgendwo mal behindern werden, aber müssen wir sowieso mit zurechtkommen. Sprich, die Fahrzeuge brauchen Kraftstoff, sonst fahren sie überhaupt nicht mehr. Auch die Förderbänder brauchen Energie. Wir haben keine Schnellreparatur. Solche Sachen. Das ist schon krass. Und das ist ja auch neu mit der Artsortierung. Da werden wir auch mit zurechtkommen müssen. Anzahl Minen auf der Weltkarte, na gut, das wird uns nicht stören. So, jetzt wollte ich nochmal hier reingucken. Genau, hier haben wir dann so ein wenig den Überblick, was das denn alles bedeutet, was wir da momentan so ausgewählt haben an Voreinstellungen. Ich werde hier auch nichts weiter ändern. Das sind halt so die Basiswerte. Es sind viele Dinge, die man gerne irgendwo vielleicht nochmal anpassen würde, aber nein, dann haben wir die Sachen nicht mehr, wie wir sie da eingestellt hatten. Eine Geschichte fällt sofort auf, hier ist es grün. Das ist, glaube ich, kommt, glaube ich, auch vom Admiral von den Sachen. Ist, denke ich, so durchaus von Entwicklerseite so gedacht. Wir kriegen einen kleinen Bonus auf die Einigkeit, so als, sag mal, Belohnung, dass wir hier die Dinger alle ansonsten ausgewählt haben. Aber ja gut, das wird die Sache auch nicht groß verändern. Nee, das lassen wir alles, wie es ist. Okay, gut. Dann haben wir den hier. Ja, gut, die Sachen, das ist eigentlich nur ein hübscher Name hier. Shipping, das ist mehr. Das sind so viele Sachen. Ne? Und Tape, Resport, das. Ach, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Game Seed, ja gut, der hat jetzt hier keine so großen Einfluss. Das ist ein bisschen, was das Wetter angeht, das steht ja da. Aber das sollte, wie gesagt, die Karte ist vorgearbeitet und ja, gut, dann gucken wir uns das mal an, was jetzt da rauskommt und ja, dann mal schauen, was uns denn hier so erwartet. Das sollte einigermaßen schnell gehen, muss ich sagen. Da haben sie auch zuletzt gut dran gearbeitet. So, denn ach, jetzt kriegen wir am Anfang, na gut, das Willkommen, Kapitän. Wir haben die Insel gefunden. Na gut, da sollte ich vielleicht auch noch mal ein kleines bisschen drauf eingehen. Vielleicht hat ja doch nicht jeder das wunderschöne Spiel hier auf seinem Radar schon gehabt. Aber wie gesagt, die Grundstory habe ich, glaube ich, schon erzählt. Wir sind auf einer Insel mehr oder weniger gestrandet, wobei ja, so ein wenig Wasser haben wir hier noch hingestellt bekommen. Wir müssen teilweise auch ziemlich grundlegende Sachen erforschen. Es ist alles nicht futuristisch. Das ist durchaus, ja, was wird ja mal die grundlegenden technischen Sachen, die haben wir ja schon. Also wir müssen ja nicht anfangen mit Mathematik und Physik zu erforschen. Nein, nein, das ist es denn doch nicht. Wir müssen uns auch sämtliche Konstruktionsteile, die wir brauchen, alle selbst herstellen. Wir müssen Lebensmittel anbauen, wir müssen Kraftstoff rausfinden. Und die Insel sieht verlassen aus. Ach so, hier haben wir noch ein Gebäude hingestellt bekommen. Das ist ein wenig Material, was wir da abbauen können. Naja, müssen wir mal gucken. Boah, es ist irgendwie hier schon ziemlich viel drin. War das schon immer so? Oder ist, weil ich hier schon gespielt habe? Und naja, okay, aber das werde ich jetzt trotzdem zusetzen. Das mache ich aber trotzdem erst noch mal Pause, um hier ein wenig den Überblick noch zu haben, zu zeigen. Also, das ist hier unsere Insel. Wir haben es ja gerade auf der Karte schon gesehen. Und es ist also eine der Herausforderungen, die wir hier haben, wird wie gesagt der Platz sein. Vor allem Platz brauchen wir für unsere Stadt, für die Leute. Das sind halt hier die Unterkünfte. Können wir auch neue bauen hier. Die sind halt von der Grundfläche recht groß. Idealerweise sollte das alles zusammenhängen, weil wir haben denn auch ein paar Servicegebäude rund um die Stadt. Im Moment ist hier schon ein Lebensmittelmarkt, wo auch ein paar Kartoffeln drin liegen. Und wenn das alles hier so aneinander hängt, dann versorgt der auch alle Wohngebiete, die denn da direkt daneben sind. Aber wir werden nicht den Platz haben, um das hier komplett aufzubauen. Dann müssen wir auch gucken, was an der Stelle, wie wir das aufziehen und was insgesamt denn auch später vor allem auch sehr viel Platz braucht. Das sind halt hier für die Farm euch die Größe an. Da kriegen wir auch nicht so sehr viel. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier idealerweise irgendwo alles setzen. Und hier unten haben wir natürlich noch ein bisschen Platz, das ist schon so. Aber das ist auch mehr oder weniger die einzige Ecke. Und wir haben hier auch unser Schiff, mit dem wir irgendwann dann auch noch auf Reisen gehen können. Angedockt hier ist die kleine Welt, die müssen wir dann erkunden. Da können wir uns auch noch ein paar Dinge holen. Und aber gut, im Moment können wir das alles noch nicht, weil ja fehlt die Forschung dafür komplett. Jo, also wie gesagt, der Platz, das ist das A und O und das wird auch nicht viel besser werden. Die grundsätzliche Idee wäre sicherlich, vielleicht irgendwo dieser Insel zu entkommen. Ich glaube, hier an der Stelle, das war die Startposition 1, die einfache. Hier kann man es auch sehen, wie schön Platz wir haben. Also eine Idee wäre sicherlich, vielleicht irgendwo hier mal so eine Brücke. Naja, Brücken haben wir nicht, aber wir könnten vielleicht da so eine Landbrücke erzeugen, indem wir da ins Wasser Erde oder solche Sachen reinschütten. Und aber gut, das ist alles noch so lange hin, ist im Moment nicht interessant. Die ersten Probleme, klar, wir müssen natürlich, haben uns die Sachen hier gesagt, das ist so ein bisschen Tutorial, was man alles demnächst zu tun soll. Das werden wir natürlich der Reihe nach angehen, aber so die erste Aufgabe, abgesehen von eben diesen Tutorial-Aufgaben, wird eben sein, wir müssen perspektivisch die Sache mit dem Diesel in den Griff kriegen. Das ist das allererste, weil wir sonst fahren unsere Fahrzeuge schlicht und ergreifend nicht mehr. Wir haben ein wenig was für den Start. Wir werden später auch noch etwas reinbekommen, wenn wir hier weitere Flüchtlinge, Bauarbeiter, Einwohner aufnehmen. Da wird auch noch ein wenig was drumherum herumkommen. Aber das wird nicht so viel sein. Die Problematik, die wir hier haben, ist halt, hier liegt eigentlich an Kohle. Wasser haben wir hier auch, hier ist Eisen, das ist ganz schön, hier ist auch denn hier der Kalkstein, aber unser Problem ist dann vor allem, halt, war ich falsch, hier ist Kupfer, da ist das Wasser. So, und wir haben halt hier ein kleines Vorkommen, hier in der Ecke, da ist Öl.
Und also, hier sehen Rohöl. Und das müssen wir irgendwie anschließen. Wir mal sehen, wie wir das hier hinkriegen. Es ist schon eine Ecke hin. Vor allem über diese ganzen Höhenunterschiede müssen wir hinkriegen. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Das ist ohnehin allgemein das Problem. Man sollte die Dinge, die ein Problem am Horizont auftauchen, möglichst früh erkennen, weil wenn es dann irgendwo das Problem mal zugeschlagen hat, dann ist es meist zu spät, die Sache anzugehen. Und das ist so die Geschichte, wo man, glaube ich, dann doch ein wenig Erfahrung mit der Karte und so braucht, bevor wir das hinkriegen. So, jetzt überlege ich gerade, nee, Forschung haben wir noch nicht. Gut, also hier ist unsere Startposition. Wir haben auch schon ein paar Fahrzeuge gekriegt. Hier so eine Holz-Erntemaschine und ein paar LKWs. Wir haben gerade gesehen, wir müssen den Felder bauen. Ich würde mal hier an der Stelle zunächst mal die Bäume, die wir hier haben, reißen, weil dann kann ich hier unten Felder setzen. Die müssen wir da irgendwie hinkriegen, weil das müssen wir hier irgendwie dann noch hinkriegen. Ist halt hier allgemein mit den Feldpositionen relativ eng. Oh, passt der hier hinten? Nee, ist er da oben. Der Baum muss schon weg. Dann können wir das hier noch irgendwo reinfummeln mit den Feldern. Okay, apropos reinfummeln. Wir haben nebenbei Gebäude durfte. Wir brauchen Forschungslabor. Da werden wir mal auch mal gleich zwei hier hinsetzen. Für den Moment ist das eine ganz gute Stelle. Passt schon wieder nicht. Die Sache müsste ich vielleicht den hier umswitchen. Ja, würde schon gerne noch hier noch ein zweites hinstellen. Ich stehe ja nicht daneben. Naja, dann muss ich das so mal. Na gut, dann, oh, dann komm mal her. Dann komm mal her. Dann mach du das so. Kommt nicht so genau drauf an. Das ist mal die erste Position, wo wir die hinsetzen werden. Wir werden einige Dinge umziehen müssen, wenn wir denn hier und da den Platz gefunden haben. Das bleibt nicht aus. Was will er denn hier noch? Ach so, na gut, da müssen wir auch gleich noch hingucken. So, Holz, der fährt jetzt da los. Das ist ja die Maschine. Der kriegt auch gleich mal hier noch ein Fahrzeug zugewiesen. Wir haben hier den Lebensmittelmarkt, den erwähnten. Da würde ich vielleicht dann auch mal den nach hier umswitchen. Dann haben wir da ein wenig mehr Platz. Und eine Abfallsammlung können wir vielleicht hier unten hin machen. Naja, wenn wir die zwei gesetzt haben, kann das aber eigentlich so bleiben. Na gut, reicht erstmal. Ihr könnt langsam da losarbeiten. Der Holzernter wird jetzt losfahren und da die Bäume fällen. Er hat eben den zugewiesen gekriegt und hier die anderen LKWs, die liefern jetzt die Teile ab, die wir da haben. Viele, warte mal, die ich mal hier hochziehen. Gucken wir das am besten hier einteilen von unseren Ressourcen. Ziegel, das ist für mich auch noch eine wichtige Basis. Kupfer, naja, das haben wir alles noch nicht. Müssen wir mal sehen, wie das denn hier an der Stelle alles so passt. Bei Holz. Na gut, also, so, da haben wir schon die Forschung gesetzt. Dann mache ich nochmal Stopp und dann gucken wir uns das mal an. Forschung beginnen, weil das ist am Anfang natürlich auch. Wir haben einen sehr großen Forschungsbau. Guck mal, wie lange das hier geht. Das ist schon wirklich enorm. Sehr schön. Können wir das noch ein bisschen kleiner machen? Ja, okay, dann haben wir ein wenig mehr den Überblick. Aber das da hinten ist natürlich alles völlig unwichtig. Wir müssen ja erstmal die ganze Sache ins Rollen bringen und so einfach ist das gar nicht. Logischerweise, so ein paar Dinge haben wir hier schon, aber man sagt logischerweise, müssen wir mal gucken. Alles geht noch nicht. Wir hätten allerdings gerne alles gleich und das ist mit der Priorisierung. Ja, gut, also ich werde als erstes mal hier auf Konstruktion gehen, damit wir hier die Teile selbst, die Konstruktionsteile uns herstellen können. Dann kriegen wir hier die Montage 1 freigeschaltet und ja, müssen uns denn kümmern um Eisen, Holz, Ziegel. Das ist mal die erste Sache. Als zweites gehen wir dann mal hier aufs Handelsdock, damit wir vor allem das Lager kriegen und Handel wird mit den Dörfchen oder Siedlungen drumherum. Wir hatten es auf der Karte gerade eben kurz gesehen. Den werden wir dann an der Stelle auch betreiben. Was nehmen wir denn als nächstes? Dann haben wir mal die Fahrzeuge. Dann können wir hier auch zum einen denn halt hier mit, na, kommt der Hochofen dabei rein. Tieranlage, muss man mal sehen. Ja. Wir haben ein paar Fahrzeuge gekriegt, das haben wir eben gesehen, aber da werden wir natürlich nicht lange hinkommen. Denn werden wir definitiv Wartung brauchen.
sonst geht das nicht weiter. Dann müssen wir eigentlich schon in den Diesel reingehen, ja, zumindest mal was die Forschung angeht. Das ist erstmal nur, wie sind denn die Gebäude, die wir dadurch freischalten und diverse, ich sag mal so, Rezepte oder Bauanleitungen, die wir denn in den Gebäuden aktivieren können. Da werden je nachdem hier und da auch für diverse Gebäude noch dann mal zusätzliche Anleitungen dazukommen. Aber ja gut. So, wenn wir das dann haben, dann gehen wir auf Leuchtfeuer. Das ist schon wichtig. Damit ziehen wir dann neue Flüchtlinge an, die dann sich hier unserer Siedlung anschließen werden. Die bringen teilweise auch noch ein paar Rohstoffe mit. Das ist am Anfang hier gerade durchaus wichtig. Wie erwähnt, da kommt dann noch so ein wenig, naja, vor allem Diesel, Kupfer und solche Sachen, die wir da brauchen. Bis wir das selber herstellen können, dauert es noch ein wenig. Wir werden dann auch in die Ziegelproduktion gehen. Jetzt lege ich mich ja schon ganz schön weit vorwärts, aber naja, warum nicht? Das ist so die Überlegung, Gummi- und Kupferherstellung in eigener Regie werden wir danach machen. Dann werden wir das Schiff reparieren. Dann können wir uns hier unterwegs in die Welt zur Erkundung machen. Dann werden wir auch die Fahrzeugrampen brauchen. Immer die Werkzeuge noch mit rein. Wir haben sie aktuell, wir haben das gerade gesehen, ich habe da hier schon mit C und V kopieren und so, das geht schon, aber hier sieht man sie da an der Oberfläche. Immer mit, das ist relativ kurz. Hier sieht man, glaube ich, immer so die Schwierigkeit oder die Dauer. Die ist im Moment bei den meisten Sachen noch nicht so groß unterschiedlich. Danach gehen wir aufs Kapitänsbüro. Das ist denn schon ein wenig anspruchsvoller, wie man an der 5 erahnen kann. Und dann gehen wir auf Konstruktion 2 und ich glaube, dann haben wir eigentlich hier so den ganzen Start mehr oder weniger abgehandelt. Und wenn dann hier die Konstruktion 2 mit den neuen Konstruktionsteilen aktiv ist, dann sind wir eigentlich schon einigermaßen auf dem Bein. Aber bis wir das geschafft haben, wird es wohl noch eine Weile dauern. Nun gut, das ist mal dieser Teil. So, jetzt meckert er uns hier schon an, wenn ich das Rote sehe. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Energie erzeugen haben wir im Moment noch nie so viel zur Auswahl. Wir haben hier einen Dieselgenerator, mehr nicht. Den setzen wir mal hier unten rein. Das hier rankriegen. Ja. Und so, das war der Lebensmittelmarkt. Du kriegst hier die Kartoffeln rein. Und dann würde ich sagen, wenn ich den abbaue, dann müssen sie das eigentlich darüber bringen. Ja, komm mal her. Ich will den da weg haben. Ja. So, das ist dieser Teil. Energie haben wir noch nicht, deshalb die roten Pfeile habe ich gerade gesehen. Wenn wir das hier hingebaut haben, dann werden wir da eben Diesel reinschaufeln in den Generator. Der wird uns Energie erzeugen. Das ist im Moment die einzige Möglichkeit, die wir haben. Alles andere müssen wir dann erst noch erforschen. So, und wenn denn jemand hier Diesel hingebracht hat, was passiert denn jetzt? Dann wird die Energie erzeugen, dann können wir hier auch forschen. Wunderbar, so, das ist dieser Teil mal. Okay, dann haben wir hier auch schon ein wenig was bekommen. Gerade erwähnt, die Eisenproduktion und Holzproduktion. Das ist aktuell die Dinge, die wir denn auch schon herstellen können. Wo ist denn hier unser Baum? Ja, steht jetzt gerade da rum. Und du weißt nicht, wo du das Zeug hinliefern sollst. Ja, okay. So, hier oben ist die nächste Position. Mache ich doch noch mal kurz Stopp, weil im Moment steht hier alles und wartet. Da will ich doch vielleicht noch 2, 3 Worte verlieren. Ja, die Produktionsanlagen, die wir brauchen. Ja, wir haben hier unten, wie erwähnt, schön Platz, aber den können wir dafür nicht einsetzen. Wir werden den komplett brauchen für die Sachen, zumindest mal vom Anfang, für den Anfang. Die werden wir komplett verbrauchen für die Felder und die Stadt. Sonst geht es uns gar nicht. Achso, apropos Felder und Stadt. Warte, wir müssen natürlich auch noch schauen. Wir brauchen noch Gebiete, Verkippungsgebiete hin. Da ist, wo wir Dinge hinschütten. Müll, Erde, Dinge, die wir hier aus dem Boden rausziehen, die wir nicht mehr brauchen. Das können wir gleich mal hier. Höhe 3. Höhe 2 reicht eigentlich auch über das Gebiet. Ich hatte das schon mal so angefangen, hier alles hier ein wenig abgetragen und dann hier auf Höhe 2 hat den Vorteil, dann brauchen wir nicht so viel aufschütten, weil hier Höhe 3 von vom Ozeanlevel, das ist doch etwas mehr an Material. Ich fürchte aber,
So richtig werden wir da nicht drum rumkommen. Ja, ich glaube, wir werden das mal so hin. Ziehe ich den noch hier ein weiter? Nee, das ist alles zusätzliches Material, was wir da brauchen. Lass uns das mal so machen. Das sind unsere Verkippungsgebiete. Im Moment haben wir da noch nichts, was da reingeschüttet wird, aber wir schütten im Moment ganz allgemein in unserem ganzen, ganzen Insel Erde, Gestein, Schlacke, Abfall. Das kann im Moment alles da rein. Wir haben das noch nicht einzeln eingestellt. Das kannst du da mal machen. Und wenn ich jetzt gerade hier schaue, wäre ich auch hier mal noch ein wenig was einstellen. Ja, mal so. Ja, dann haben wir hier auch noch ein freies Gebiet, weil wir werden auch Ecken brauchen, wo wir. Ja, wir haben einige Gebäude, die brauchen Wasseranschluss, ja, Handelsdock und solche Sachen. Und so mit so einer, sag ich mal, ungeraden Küste, da funktioniert das irgendwie auch gerade nicht. Müssen Sie hingucken. So, also, dann wollten wir uns hier oben aufbauen. Wir haben hier ein wenig flaches Gebiet, da sind zwar noch massenhaft Bäume momentan im Weg, aber was soll's, wir kriegen da schon ein wenig was hin. Insofern würde ich denn ganz gerne hier die, den hier hoch. Ich glaube, hier so bis in dieses Gebiet müsste das gehen. Ja, komm mal her. Das ist schon interessant hier, was alles hier so hingestellt ist. Naja, mal gucken. Also, Köhlerei, da werden wir die Kohle erzeugen. Machen wir das vielleicht gerade hier so. Ich habe mir schon Ecken ausgeguckt, wo ich vielleicht hin könnte. Ja. Hier, also bin ich schon ganz schön weit da drüben. Ach komm, das ist so wichtig nicht. Das ist nur temporär. So einen Schornstein brauchen wir auch. Ja, lass uns den da mal eindrehen. Ja. Platz ist halt knapp. Das ist halt das Problem. Wir müssen erstmal hier dazwischen, zwischen den ganzen Bäumen, das aufbauen. Köhlerei ist, wie erwähnt, mal das erste. Und dann brauchen wir auch Hochofenmetallgießerei. Also mal gucken, wie wir das an der Stelle hinkriegen. Muss ich schon wieder anfangen zu zählen hier. Meine Felder, ob ich damit hinkomme, wie ich mir das überlegt, oder dass wir haben ein Gewitter. Das ist per se nicht schlecht, gibt uns Wasser, das werden wir brauchen halt. Naja, so. Das muss ich mal rechnen. Also ich wollte hier so 5er, nee, dann 4er zwischen haben, damit wir da später noch durchkommen, denn werden wir hier unsere Konstruktion erstellen. Die haben eine Höhe von 6, hier haben wir 5, dann sind wir hier. Den sollen da Lager dazwischen. Das ist hier und dann müsste ich hier irgendwo hin. Das müsste passen. Von der Entfernung, aber wie gesagt, es wird sich ohnehin an der Stelle noch mal ein wenig ändern. Na gut, pass auf, wir werden das mal probieren, ob wir das hier da so hinkriegen. Die zwei da und dann brauchen wir vorher den Hochofen. Dreh den mir mal bitte ein. Wir haben schon die erste Forschung, Konstruktion, aber das ist gut, die brauchen wir hier auch. So, dann mach du mal den hier hin. Zieh mal den direkt rein. Ach, das ist eigentlich auch. Baue das sowieso nochmal um, also machen wir es nicht zu kompliziert. Das ist unser Hochofen, der braucht auch wieder einen Schornstein. Mach den da ran. Dann haben wir hier unser geschmolzenes Metall, das werden wir hier rein tun. Die Idee ist hier vor allem, wir haben hier, so das habe ich alles auf eine Minute oder Stunde, whatever, 60 Runden halt hier eingestellt. 24 kriegen wir raus und hier die Hochöfen brauchen 12. Das heißt, deshalb kann die Gießereien, insofern zwei für einen, passt an der Stelle soweit ganz ordentlich. So, wir haben ja auch schon die Konstruktion gekriegt. Dann kriegen wir hier die beiden, da werden Lager dann reinkommen, die wir erforschen müssen. Wir haben hier unsere erste Produktion, die Konstruktionsanlagen freigeschaltet. Da haben wir die Montage 1.
Oder lass mal gerade noch mal gucken. Hier das wesentliche Rezept wird halt hier sein. Ja, Rezept, ich weiß noch nicht. Anleitung passt irgendwie besser, aber ich glaube, ich kriege Rezept nicht mehr aus dem Kopf raus. Muss man mal sehen. Also, das wird halt der Teil hier sein, um denn da das Eisen, was wir hier rauskriegen, in Produkte und Teile umzuwandeln. Ja, wir werden hier noch zwei Lager dazwischen setzen und die sind 5 groß. Deshalb habe ich das hier irgendwo so reingezogen. Und dann müssen wir mal gucken mit den Anschlüssen. Die Lager werden Ausgänge haben. Soll's. Wird schon passen. Sehen. Gut. Machen wir gleich zwei von. Das ist okay. So, und wir werden aber hier auch nicht nur die, also das soll die Teileherstellung sein. Wir haben dann aber auch hier die, das zweite hier, die mechanischen Teile, die werden wir auch brauchen. Hier noch eins daneben hier. Da auch noch. Du kriegst die hier und du die hier und die hier. Und gut, das ist ja auch alles schon fertig gebaut. Wunderbar. Na gut, dann brauchen wir hier dann natürlich auch Eisen und Kohle, die da angeliefert werden müssen. Und dann müssen wir uns ja auch darum kümmern, wie das so ist. Wir kriegen auch Abgas. Das geht in den Schornstein und dann haben wir auch unsere erste Verschmutzung. Ist leider nicht zu ändern. So ist das. Oder wollen wir mal gucken, wie die Baumfäller hier unten vorwärts gekommen sind. Ja, einige Sachen haben wir hier schon gekriegt. Ach, ich soll zwei Lastwagen dem zuweisen. Na gut, dann mache ich das mal von hier. Na, bist du zufrieden? Ja, produzieren Sie Eisen. Gemacht. So, naja, weißt du, hier die, eigentlich wären mir die Sachen hier wichtiger gewesen als der hier, aber gut, wenn wir jetzt hier zwei Ernte haben, dann ist die Sache auch zwei LKWs, da geht es ja auch ein wenig schneller. Ich meine, wir können das ja hier mal beobachten, was er so hier für hübsche Sachen macht mit den Bäumen. Der fällt die halt hier, der Ernte, und dann haut er das Holz da auf den LKW, der bringt die Sachen für den Moment mangels Alternative. Wir haben hier, ach so, boah, ich glaube, die Köhlerei, doch, das haben wir schon hier. Die Köhlerei ist da. Die hat auch schon Holz geliefert bekommen und macht da Kohle draus. Und die Kohle wird dann hier in den Hochofen geliefert. Und im Moment haben wir hier nur Eisenschrott, noch kein Eisen. Das ist aber soweit wunderbar, weil unsere kleine Ruine hier, die wir hier haben, die liefert uns Ziegel und Eisenschrott. Das ist so ein wenig unser Startmaterial, bevor wir da diesbezüglich auf eigenen Füßen stehen. Das haben wir im Moment noch nicht geschafft. Deshalb holen die LKWs das hier ab, den Eisenschrott, und bringen den dann dort hoch zum Schmelzofen. Und Ziegel haben wir im Moment hier ein wenig was, aber die werden wir auch brauchen. Haben es gesehen, auch das ist dann für die Teileherstellung wichtig. So, wir haben gerade hier das Handelsdock schon mal erforscht. Boah, ich glaube, ich gehe mal das hier irgendwie schon ran mit den Ausschüttungen. Da müssen wir mal sehen. Das Wichtigste war hier erstmal das Lager, ja. Gut, dann lass uns das hier mal zwischentun, wie wir uns das hier überlegt haben. Boah, jetzt haben wir hier Eisen produziert. Ah, guck mal, wir haben schon hier. Da ist das geschmolzene Eisen, das geht in die Gießereien rein. Sehr schön, wir kriegen ein wenig was an hübschen neuen Materialien. Und hier kommt dann unser Lager. Mal gucken, ob ich das ordentlich gesetzt habe. Oh ja, das sieht gut aus. Wir haben oben den Anschluss, wir haben hier unten den Anschluss. Das heißt, er packt das Eisen jetzt hier rein, das wandert direkt hier rein und Holz muss angeliefert werden. Und die Ziegel auch, aber das können wir ohnehin nicht ändern. So, dann kannst du den hier auch reinpacken. Ja, das sollte passen. Okay, dann haben wir zumindest mal das Eisenlager. Die Teile lagern im Moment mal jetzt erstmal nur hier drin. Also in den. Bin ich eigentlich auch nicht so glücklich. Aber ja, hätte ich fast lieber noch ein Lager dafür. Ich das, naja, ich weiß nicht so recht. Das ist mir alles hier zu eng. Die Köhlerei zum Beispiel hier noch mal umsetze, könnte ich hier noch ein Lager davor machen, aber das ist halt auch hier alles ziemlich eng. Und was ich hier auch noch schauen sollte, ich werde hier oben auch noch Aufschüttungsgebiete brauchen, oder ja, Verkippung. Wir werden das mal hier, ich meine, das ist jetzt zwar hier sehr
Ambitioniert, würde ich fast sagen, kann das sein. Wir haben hier sehr viel Platz. Trotzdem, der Vorteil wird halt perspektivisch sein. Wir gewinnen hier zusätzliches flaches Gebiet. Das ist zwar enorm, das kann man kann man sich vorstellen, was hier an Zeug reingeschüttet werden muss, bevor wir hier oben eine flache Fläche haben. Das wird sehr lange dauern, aber wir haben nebenher eben auch noch den Vorteil, dass Dinge, die hier anfallen, an Abfall später. Im Moment haben wir hier noch keine, dann müssen sie nicht bis da unten hinfahren, also können das hier oben reinschütten. Deshalb werden wir das da mal noch angehen. So, da haben wir das Eisenlager, das ist gut. Und hier dachte ich gerade mal noch, jetzt geht das hier auch schneller mit den zwei LKWs. Ja, die sollen mal hier noch die sechs, sieben Bäume komplett abernten, dann werden wir das an der Stelle hinkriegen. So, Konstruktionsteile, Produktion, vier haben wir schon, oder da haben wir es auch schon geschafft, gibt wieder noch ein wenig Zeugs, wunderbar. Das sollen wir bauen, ja, hatte ich das nicht, ne, hatte ich nicht, ich wollte, habe ich nicht. Gut, dann bauen wir uns hier mal die Abfallsammlung rein. Nächste Aufgabe, gibt immer noch ein paar tolle Dinge, Wartung, da werden wir uns jetzt noch nicht drum kümmern, wir haben es ja noch nicht mehr erforscht, aber so lange ist es auch nicht mehr hin. 1, 2 als nächstes, da kommt dann die Wartung. Okay, gut, den kannst du hier aber reinziehen mit der Farm. Das werden wir angehen, wenn die Bäume weg sind. Müssen wir mal gucken, wie wir das an der Stelle reingebastelt kriegen. Aber gut, das wird sich finden. Naja, so langsam läuft die Sache jetzt hier an. Mit den Teilen, ja, da bin ich jetzt eher unglücklich, wie ich das gebaut habe. Ich würde fast die Köhlerei hier. Ich glaube, ich setze sie noch mal um. Das ist effektiv, das kann man sich vorstellen, auch nur temporär. Weil klar, wir werden hier nicht unser Holz die ganze Zeit in Kohle verarbeiten wollen. Das ist dann doch doof auf die Dauer. Aber wir werden dann demnächst natürlich selbst auch Kohle fordern können. Das reiße ich dann hier mal ab. Und dann gibt es das. Beide kriegen wir nicht rein. Den würde ich hier hinbekommen. Gebaut. Nur aufpassen, wir brauchen auch durch. Für die Fahrzeuge brauchen wir halt auch Platz. Das hier auch schön anzeigen, Navigationsanzeige, wo die im Moment langfahren können. Das heißt, wenn die jetzt nach hier wollen, müssen sie jetzt hier schon drum rumfahren. Das ist natürlich auch nicht so glücklich. Andererseits haben wir die Möglichkeit, Reparatur können wir zwar nicht mit Einigkeit und schnell machen, aber wir haben durchaus die Möglichkeit, hier schnell entfernen zu machen, aber wir kriegen das schon hin. Wir haben denn jetzt mal hier ein Endlager für die kleinen Teile. Wir haben das hier ordentlich hingeschafft. Wir müssen halt ausreichend Platz lassen, wo die LKWs dann auch durchkommen. Und eigentlich sollte das hier unten passen, wenn der abgerissen ist. Ich glaube, immer so drei Teile brauchen wir. Man kann das auch schön sehen. Um die Gebäude ist immer noch ein so ein Feldturm rum, wo sie nicht langfahren können. Und will heißen, wenn sie zwischen zwei Gebäuden durch wollen, durch sollen, wenn wir das gerne so hätten, ja, dann brauchen wir eigentlich immer drei Felder Platz. Dann funktioniert das auch. So, wir haben unsere Abfallsammlung. Ja, das hatten wir ja da unten gesehen. Die haben wir gebaut. So, jetzt ziehen wir das hier ab. Wir kriegen auch ein wenig Material zurück, aber. Natürlich, das kann man, hier kommen wir jetzt auch wieder durch. Auf der Schwierigkeit ist es, neben Schwierigkeitsgrad, den wir haben, ist es denn so doll doch nicht, was wir rauskriegen. So, da haben wir dann unsere Teile, wunderbar. Und so, und hier kann man auch jetzt schon schön sehen, wo sie die Wege ziehen. Und das geht halt hier schon über die Berge. Es ist nicht ohne. Naja, so. Hier ist die Abfallsammlung fertig. Da fällt dann auch uns aus der Siedlung Abfall an. Den können Sie denn hier schon reinschütten. Das ist das ein Update 1 oder zwischendurch. Ursprünglich war es ja auch mal so, dass man den Abfall hier problemlos und ohne Nachteile verkippen konnte. Das ist leider nicht mehr so. Den ganzen Müll, den wir jetzt hier ins Meer schütten und dann benutzen, um hier auch Gebiete aufzuschütten, der erzeugt Dreck, Müll, Pollution. Also Verschmutzung letzten Endes, um das hier nicht irgendwo sehen, weil wir werden hier in Kürze Mülldeponien aufploppen und der erzeugt halt jeder Müll, den wir hier verkippen, der erzeugt, glaube ich, jetzt für so 4 Jahre oder so Verschmutzung.
Danach hat sich's denn, glaube ich, ausverschmutzt, aber solange wir da immer weiter Zeug reinkippen, wird das natürlich nicht besser werden. Aber okay, so ist es denn mal. So, Fahrzeug und Bergbau. Jetzt haben wir hier auch Eisen freigeschaltet, Schlacke, wunderbar. Und auch die Sortieranlage. Wir haben hier das gerade hier Schüttgutlager auch bekommen, Bergbau. Und das werden wir jetzt auch alles angehen. Müssen wir mal gucken, wie sich das hier ändert. Aber wir können schon sehen, Ziegel sind dazugekommen. Das durfte aber vor allem passiert sein, weil sie die Sachen hier einfach nach und nach abbauen. Aber man kann es ja ahnen, es ist eine endliche Ressource. Irgendwann ist das weg. Wir müssen denn demnächst auch mal unsere eigene Ziegelproduktion auf die Beine stellen. Das wird nicht anders gehen. Jetzt gucke ich gerade schon hin hier mit dem Handelsstock. Das sollte ich hier irgendwie zwischen. Aber, wenn ich hier hinten verkippe, nehmen wir hier meine Verkippung noch mal raus. Die sollten wir erst hier reinschütten. Okay. Ja, dann lass mal hier schauen, nachdem wir da die Schüttgutlager, also die Schütter, gerade bekommen haben. So, das heißt, ich hätte gerne hier Eisen und Kohle. Wenn ich das hier ransetze, geht der zweite aber nicht. Rohrleitung haben wir, aber die anderen Förderbänder noch nicht. Naja, trotzdem, allein von den Entfernungen. Ich glaube, wir sollten dann vielleicht trotzdem hier schon mal Schüttgutlager dafür vorsehen, für Eisen und Kohle. Andererseits, wir werden demnächst dann trotzdem hier Förderbänder setzen und um das denn hier, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, ordentlich hier Förderband reinschieben zu können, brauchen wir 7 Platz. Also, passt auf, 7 Felder, 7 Master. Toll, super, da ist ein Baum im Weg. Naja. Toll. Gut, ja, mal sehen. Dann kannst du hier mal Kohle reinbekommen und die würde ich dann mal hier auch entsprechend anliefern lassen wollen. Könnt ihr mal machen, LKWs. Hier müssen wir dann noch ein paar Bäume fällen. Wie seid ihr denn hier vorwärts gekommen? Oh, das sieht schon hervorragend aus. 2 Bäume fehlen noch. Die könnt ihr hier mal noch machen. Den hier noch, Holz ist wertvoll. Im Moment haben wir hier reichlich Bäume auf der Insel, aber ja, das ist natürlich für, zumindest mal für den Moment eine endliche Ressource. Wir werden dem irgendwann demnächst, wollte ich gerade sagen. Nee, das kann man glaube ich so nicht sagen. Wir werden dann auch nochmal eine Baumpflanzmaschine bekommen. Also wir können durchaus auch wieder aufforsten, aber man kann sich das vorstellen. Es zieht sich hin, ehe die Bäume wachsen. Und wir haben es, glaube ich, am Anfang auch gesehen auf der Admiral-Schwierigkeit. Die Bäume wachsen deutlich langsamer als normal. Also das, ja, das zieht sich dann schon. So, jetzt haben wir auch die Wartung freigeschaltet. Ja, dann werden wir die demnächst hier auch reinziehen müssen. Müssen wir mal gucken, wie wir das hier reinbekommen, aber ja, eins nach dem anderen. Erstmal hier weiter. So, Fahrzeuge. Ja, gut. Ja, wir haben ja auch das Mining frei, Bergbau freigeschaltet. Wir haben aber gar keine Bergbauer, die müssen wir erst bauen. Haben wir mal hier so ein Fahrzeugdepot hier dazwischen. Hier ist mal etwas mehr Platz. Da können wir das vielleicht mal hier reinsetzen. Ja, mach mal. Es ist alles ein Platzproblem, wie man hier auch gut sehen kann. So, wo fährst du hin? Der muss erstmal hier neuen Treibstoff holen oder Diesel in dem Fall. Danach fährt er hoffentlich dahin. Na gut, vielleicht kann er die auch noch machen. Bevor ich da oben die Bäume markiere, will ich schon, dass er das hier alles erstmal noch einigermaßen freischaufelt. Ja. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, ja, da ist schon ein wenig hingekippt worden. Wir werden auch Schlacke denn demnächst bekommen im Hochofen. Solange war hier nur diese Metallteile schmelzen. Das hat man, glaube ich, am Rezept gesehen. Dort hier, da fällt nur Abgase und eben unser geschmolzenes Eisen an. Wenn wir dann aber das Eisenerz selbst anliefern, dafür müssen wir es natürlich per Bergbau abbauen, dann kommt noch Schlacke dazu. Die können wir dann wieder irgendwo verkippen. Im Moment würden wir sie hier oben reinschütten. Oh, guck mal, da hat das Ding schon fertig gebaut. Naja, im Moment geht das alles noch ganz hübsch und relativ schnell. Aber das wird nicht mehr lange so weitergehen. So, jetzt hast du hier den Baum geholt.
Jetzt habe ich den da noch markiert. Oder ja, na gut, weil ich die auch noch weghaben wollte. Dann muss er danach dahin fahren, weil natürlich wollen wir hier mit den Feldern weiterkommen. Handelsock könnte ich schon. Na, die Idee wäre da schon. So. Ich muss sowieso. Gelände zu niedrig. Hier wird es gehen, ja, da ist grün. Aber ist nicht wirklich glücklich. Ich will ja hier eine gerade Fläche. Aber ehe wir das hier alles geschüttet haben, das dürfte eine Weile gehen. Wenn ich hier zu nahe komme. Mal aufpassen, dass sich das mit dem hier nicht beißt. Aber im Moment scheint er das sogar noch machen. Zu machen. Ah, wie weit kann ich denn da ran? Ne, das. Doch, hier wird es auch gehen. Ich das vielleicht sogar so. Was brauche ich hier noch? Platz ist halt, wie gesagt, echt so eine Geschichte. Aber hier könnte ich es hinkriegen, wenn ich das hier auch noch. Hast du das hier auch noch? Ah, aber interessant, hätte ich gar nicht gedacht, dass er das da so noch auch noch so mit reinstopft. Leuchtfeuer muss noch dazwischen. Naja, aber wenn du das hier machst und nichts blockierst, dann wäre mir das eigentlich absolut recht. Dieses Teil. Das hat, aber das müsste ich, das ist nur eine kleine Grundfläche, das Thema. Gut, dann macht das da auch rein mit dem Handelszock. Dann haben wir darunter nichts aufgeschüttet. Das ist dann aber eigentlich auch egal. Also die Sachen, das brauchen wir dann aber nicht. Aber ab hier kannst du das dann alles machen. Und ja, okay, gut. Gefällt mir. Was macht der Baum oder ist dann auch gefällt? Okay. Dann, ach, Baum. Ich wollte gerade sagen, der wird da gleich was erzählen. Gut, dann kannst du erstmal hier die Bäumchen wegmachen. Jetzt hier in die Köhlerei rein. Und ja, jetzt war ich auch so schlau, wie ich die Köhlerei da gesetzt habe, dass ich kein Lager mehr davor kriege fürs Holz. Also ja, ich krieg das schon noch davor, aber dann sind hier die ganzen. Da kommen sie hier nicht mehr durch. Also hier. Kann dann keiner mehr durchfahren. Da haben wir nur noch zwei Felder frei. Müssen die immer oben lang. Ach, das ist aber doof. Das habe ich nicht wirklich gut gemacht. Muss ich gerade feststellen hier mit der Köhlerei. Setze ich die nochmal um? Die Frage ist halt, was man immer an Zeugs wieder rausholt. Na gut, das ist jetzt. Danach muss ich direkt mal gucken hier. Mal hier. Was hatten die? Die braucht 25 Teile. Wenn ich sie abbaue, ich kriege halt nur einen kleinen Teil raus. Ich würde aber schon ganz gern das Holz davor setzen, weil das ist ja also das Holzlager. Das ist sonst. Das hilft nichts. Komm hier. Wo kriegen wir das rein? Hier unten vielleicht. Könnte das auch. Mal hier den Platz. Zwischen dem Lager kommen wir durch. Mal kriege ich das hier rein. Ja. Nee, kriege ich nicht. Stopp, 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 hör auf. Hör auf, da passt der Schornstein nicht mehr rein. Jetzt passt er rein. Und dann kriegen wir hier das Lager. Ja. Hier, Holz. So, okay. Da sollte man jetzt hier auch überall ordentlich durchkommen, ne? Naviga, ja, das passt. Das ist deutlich besser. Ja, man sollte sich das mal alles gut überlegen, wo die Sachen hinkommen. Man hat gesehen, man kann es auch umsetzen. Ich hier sehe, 20 Teile kriege ich raus. Beim Bau hat es 25 gebaut. Also wir haben hier nicht das komplette, kriegen wir nicht raus. Das Material, aber es ist einigermaßen ordentlich. Der Malus, den haben wir uns hier, glaube ich, auch durch den Admiral eingefangen. Das ist halt so. Was hast du hier für Problemchen? Ach, das sind hier die Holz. Komm, die kommen doch da alle hin. Ist doch kein Problem. Verstehe ich gerade nicht. Die hier sorgen, dass er da irgendwo.
irgendwo nicht rankommt. Das sollte doch eigentlich überhaupt gar kein Problem sein. Ihr kommt mal überall durch. Habt euch mal nicht so. Setze ich dich mal hier manuell hin. Das ist gerade. Stehe ich nicht. Habe ich hier das zugebaut? Habe ich doch nicht. Komm überall sauber durch. Grün, grün, grün. Ach, jetzt haben sie es wieder hingekriegt. Okay, okay. Naja, gut. Es ist recht komplex. Auch die Wegfindung, jetzt hast du gerade gesehen, es dauert zuweilen einen Moment. Wir haben doch hier gerade Sachen umgebaut, wo sie durchkamen und dann eben wieder nicht durchgekommen sind. Aber kein grundsätzliches Problem. So, das heißt, dann kommen die hier wieder hin. Wir haben auch die einfache Dieselherstellung erforscht und dann können wir uns jetzt hier langsam auch um die Dinge kümmern, was an der Stelle notwendig ist, weil da. Ja, es wird hier sonst alles viel zu knapp mit dem Diesel. Wir haben noch ein paar Arbeiter im Moment noch zur Verfügung, aber auch da müssen wir natürlich demnächst dran. Das ist keine Frage. Und Bergbau müssen wir auch auf die Reihe bringen und wir müssen noch viele andere Dinge machen. Aber ich würde vorschlagen, das gehen wir vielleicht dann mal in der nächsten Folge an. Den Start, den haben wir hingekriegt, mal abgesehen von meiner Fummelei hier mit der Köhlerei, die war definitiv nicht ganz so glücklich. Ist das, glaube ich, auch einigermaßen gut gelaufen. Jetzt sehe ich gerade, da war eigentlich die Bäume und das Eisenlager. Und ja, dann müssen wir mal sehen, vor allem, was wir hier brauchen. Und wir müssen halt den Bagger und Kleinlaster herstellen. Dafür müssen wir dann auch wieder noch Teile, wobei wir haben eigentlich noch Teile. Lass uns mal zwei Bagger bauen und hier von den Kleinlastern, ja, eigentlich würde ich auch noch ein Holz. Zweiten Holzernter und noch zwei kleine Laster. Ja gut, das ist alles eine Menge. Das werden wir mit dem Material hier, was wir ja mit den Fahrzeugteilen nicht leisten können. Wir haben hier aber einfach noch keinen Platz und für die Dinge. Jetzt wollte ich gerade schon Abschluss, aber jetzt sehe ich gerade hier unsere die Idee hier. Liegt hier schon was drin? Ja, machen das noch mal anders. Mach mal die Kohle hier raus. Hier Kohle rein und hier wird dann Eisen reinkommen. Ja, das ist mir doch lieber, weil das Eisen, haben wir gesehen, das ist hier im Wesentlichen abzubauen. Das kommt von da oben. Die Kohle, die haben wir hier unten, die wird von hier kommen. Deshalb machen wir das lieber so. Hier unten das Kohlelager und hier das Eisenlager. Das ist jetzt auch schon, dass wir das ändern können und dann. Okay, so, dann sollte unsere Eisenproduktion hier laufen und die anderen Sachen, die werden wir dann sicherlich hier auch noch ganz gut hinkriegen. So, mal sehen, hier müssen wir jetzt einfach mal ein wenig abholzen, um Platz zu kriegen für unsere weiteren Produktionsanlagen, vor allem hier Fahrzeugteile müssen wir herstellen. Und na gut, soweit denn zunächst mal an dieser Stelle. Der Anfang ist gemacht. Wollen wir mal sehen, wie wir denn weiterkommen. Haben wir eigentlich noch Platz für Leute? Ach ja, sehen wir ja hier. 140 wäre unser Platz in der Siedlung. Wir haben im Moment 91 Leute. Nicht alle arbeiten. Da geht irgendwie auch immer noch ein kleines bisschen was weg. Trotzdem 33 Arbeiter haben wir momentan noch frei. Das geht schon. Will heißen, wenn wir denn jetzt hier die 49 weitere Bevölkerung noch dazu bekommen, das werden nicht 49 Arbeiter werden. Ich weiß nicht genau, wie der Faktor ist und ob das konstant ist, aber es wird schon ein Teil Arbeiter noch wieder dazukommen. Werden wir dann sehen, wie es dann weitergeht in der nächsten Folge. Für den Moment zunächst mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt oder ihr Kritiken oder sonstige Hinweise habt, immer gerne rein in die Kommentare. Natürlich freue ich mich auch über Daumen, Abos und sämtliches anderes Feedback. Und verbleibe denn hiermit bis zur nächsten Folge. Ciao!